Leuchtet! Begrüßt euch ganz herzlich zu unserem neuen Video. Ihr seid alle wach. Herzlich willkommen. Heute testen wir die reale Reichweite des Tesla Model Y Long Range Modell 2022. Und wenn ich reale Reichweite sage, dann meine ich auch reale Reichweite, weil ich habe mir schon viele Videos angeguckt im Internet, ja, die auch den Titel reale Reichweite tragen. Und was machen die Leute? Sie fahren auf einer Autobahn, die leer ist, ja, fahren dann 120, kein Wind, kein weiteres Auto, keine Baustelle, kein gar nichts. Und testen dann die Entfernung und sagen, das wäre die reale Reichweite. Leute, also wenn ihr am Sonntag morgens um 4 eine Runde dreht mit eurem Auto, ja, oder an Heiligabend, alleine auf der Autobahn seid, okay, dann passt das mit der realen Reichweite. Aber das ist es doch nicht. Heute ist reale Reichweite. Wir haben schlechtes Wetter. Es wird bestimmt mal regnen, mal Sonnenschein. Es ist so 11 Grad ungefähr. Reifendruck übrigens 2,9 Bar, wie sich's gehört. Aber es weht auch mal ein Windchen. Mal stärker, mal weniger. Ist so ein bisschen durchwachsen heute. Wir werden 250 Kilometer hin und 250 zurückfahren, weil wir nämlich einen entspannten Wellnessurlaub verbringen werden. Aber sagt bitte nicht, wohin. Ist noch ein Geheimnis. Und wir werden jetzt in Gießen starten, an Frankfurt vorbeifahren. Es wird Baustellen geben und Landstraße und alles um kreuz und quer. Und dann wollen wir doch mal gucken, was das Model Y wirklich verbraucht. Also wir fahren so mit 90% ungefähr los, also hängt gerade noch am Stecker, vielleicht hat er auch 91 dann oder 89, ich weiß nicht genau, wollen aber direkt losfahren. Also nicht mit 100%, so wie das viele machen, weil wir wissen, von 100% auf 90% der Akku, der geht weg wie nix. Der Plan ist, dass wir einfach entspannt und ganz normal, so als hätte ich jetzt noch einen Diesel unterm Bobbes, dahin fahren werden. Das heißt auch mal 140, 150, wie es kommt, Baustelle natürlich nicht. Ich schätze, dass der Geschwindigkeitsdurchschnitt trotzdem gering sein wird durch den Verkehr, den wir haben. Eine Sache möchte ich noch zeigen. Ich habe mir jetzt hier mal so schnieke Sommerfelgen drauf montiert. Ja, und die haben natürlich keinen Turbinenaufsatz. Angeblich braucht er da etwas mehr. Ich weiß nicht wie viel, 2 bis 3% habe ich mal gelesen. We will see, aber die Optik war mir irgendwie wichtiger. Ach ja, also ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und da... Also da geistern ganz komische Zahlen durch die Gegend. Von wegen, also wenn man 130 fährt, dann ist er nach 250 Kilometern leer. Andere sagen 300, 330. Aber nur wenn man 100 fährt oder 90. Meine Erfahrungen sind da ein bisschen anders, also wenn wir zusammen in Urlaub gefahren sind. Ich möchte es heute aber nochmal auf die Probe stellen und wage aber schon zu behaupten, dass wir die 300 locker knacken und vielleicht noch ein Stückchen drüber hinaus, obwohl wir nicht voll sind. Oh, 237 Kilometer, sagt er. Jetzt haben wir 91% geladen. Ich ziehe ihn jetzt ab und dann kommen wir angeblich mit 30% an. Ich drücke mal alle Trips zurück und dann werden wir doch mal sehen. Jo, unterwegs. Also, er hat anfangs gesagt, 29% haben wir, wenn wir ankommen. Jetzt sagt er 31. Hat sich schon ein bisschen wieder zurückgeschraubt, war auch mal bei 33. Und wenn ich jetzt hier rausgucke, dann kann ich sagen, das ist... die reale Reichweite, die Autobahn zugeknollt, es hat eben geregnet bis zum geht nicht mehr. Jetzt sind wir an Frankfurt vorbei, hat aufgehört zum Glück, so soll es sein für ein Wellnesswochenende, aber wir haben alles dabei, Höhen und Tiefen, schnell und langsam, reale Reichweite. Tja, 100 Kilometer sind um, jetzt stehen hier 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Verbrauch, ist natürlich jetzt nur der reine Fahrtverbrauch. Aber ganz schön wenig und wenn ich hier auf die Energieanzeige gucke, schaut es euch mal an. Also wir sind genau auf dem Zielwert, sogar ein bisschen weniger. Und da kann ich nur sagen, die neuen Sommerreifen scheinen sich nicht bemerkbar zu machen. Weil ja, jetzt haben wir ein bisschen Stau extra für euch eingerichtet, damit ich mal unterwegs auch ein bisschen filmen kann. Und wir fahren natürlich jetzt langsam, brauchen extrem wenig, aber vorher sind wir ganz normal immer so auf der linken Spur auch gefahren. Ja. Nach Geschwindigkeitsbeschränkung oder wenn es frei war, dann so 130. Also wir lassen hier nichts anbrennen und wenn es jetzt nicht mehr regnet und gleich frei ist, dann lassen wir ihn auch mal schneller fahren. So, dass wir richtig schönen, runden Mix am Ende rausbekommen. Jo, jetzt sind wir mal spontan am Charger stehen geblieben, weil wenn wir da ankommen, dann wollen wir auch noch ein bisschen rumfahren und hier ist halt gerade einer in der Nähe, so 50 Kilometer vor Ende oder 40. Auf jeden Fall können wir aber schon mal zusammenfassen und zwar, dass wir einen Verbrauch hatten von 20,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer,
relativ viel. Und ich muss sagen, es waren vorher immer so 18, als wir gefahren sind, weil es ging gar nicht so schnell vorwärts. War die ganze Zeit so ein bisschen stauig. Wir sind zwar auch mal 140 gefahren, aber eigentlich sind wir immer so 100, 120 gefahren. Grund dafür ist, in dem Moment, wo ich hier den Supercharger angewählt habe, hat er die Batterievorkonditionierung angemacht. Und das habe ich letzte Woche auch schon mal festgestellt, wenn das Ding angeht. Das knallt hier in den Verbrauch rein und ich bin irgendwie der Meinung, das lohnt sich nicht, auch wenn er dann schneller lädt, weil er warm ist. Also, naja. Ach ja, übrigens, also wir haben jetzt noch 200 Kilometer Reichweite, nachdem wir 179 Kilometer gefahren sind. Das heißt, wir hätten insgesamt damit 379. Ganz schön viel, muss ich sagen, dafür, dass wir mit 90% losgefahren sind und hatten jetzt am Ende 39. Also er ist gerade losgeladen, steht immer noch bei 39% und legt los. Tja, also da würde ich mal sagen, reale Reichweite doch ein bisschen mehr, ja, als 250 Kilometer oder 350 oder was da so kommt. Ich komme ja hier schon, ja, wie gesagt, auf 379 plus X, das wären dann die 10% auf die 90. Da sehe ich aber über 400 sogar bei dieser Fahrweise. Jo, jetzt sind wir da. Bei 54% Akku kommen wir an und wir haben, ich hoffe, dass man sehen kann, das ist immer mit der Kamera nicht so ganz toll. Wir sehen, wir sind seit der letzten Ladung nochmal 61 Kilometer gefahren und haben da 19,7 Kilowattstunden verbraucht auf 100 Kilometer. Und insgesamt unsere ganze Fahrt hatten wir jetzt, wenn ich auf Trips gucke, müsste ich eigentlich nochmal rumdrehen, 240 Kilometer mit 50 Kilowattstunden verbraucht und im Schnitt 20,7. So, das bedeutet ja, wenn ich das jetzt mal ganz einfach rechne, und ich werde hier bestimmt keine Tabellen einblenden, dass wir, wenn wir 50 Kilowattstunden verbrauchen für 240 Kilometer, dann würden wir 480 Kilometer fahren können mit 100 Kilowattstunden. Die haben wir aber nicht drin. Ja, ist ja logisch. Wir haben ja nur die 77. Also mal ganz ehrlich, mit diesen 20,7, die wir jetzt verbraucht haben, wenn ich die jetzt mal überschlage, wären ja für 300 Kilometer so 60, also so ungefähr 350 Kilometer hätte jetzt der Akku hier gereicht und das im realen Reichweitentest. Allerdings hat es eben wieder ordentlich geregnet, konnten wir nicht so schnell, zwischendurch haben wir ordentlich auf die Tube gedrückt, hatte ich ja schon gesagt. Ja, ich bin gespannt, wir haben heute Freitag und das war der Tag mit dem schlimmen Berufsverkehr. Am Sonntag fahren wir zurück, wenn alles leer ist. Dann werden wir schneller fahren und dann kommt nochmal die vergleichsreale Reichweite. Was ich übrigens noch sagen kann, ist, die Schildererkennung auf der Autobahn, da gab es viele so mobile Schilder, auch so über der Straße. Also ich hatte überhaupt sehr schlecht erkannt. Ich wollte jetzt gerade sagen, überhaupt nicht erkannt, aber das stimmt auch nicht. Er hat sie erkannt, zum Großteil sogar, aber einige halt auch nicht. Und da habe ich mich mal wieder gefragt, warum habe ich bei Tesla 7.500 Euro für das Full Self-Driving eingeworfen, ja, wenn das Auto noch nicht mal die Schilder erkennen kann? Ja, wie kommen wir da jemals auf ein Full Self-Driving? Also, naja, okay. Also, wir sehen uns am Sonntag, wenn es zurückgeht. Tjo, zurück geht's. So schnell sind 12 Wochen Wellness vorbei. Ah, nee, nur Spaß. 2 Tage, aber auch schön. Wir fahren zurück aus dem Saarland und sind gestern ein bisschen so in Frankreich rumgefahren, haben so rumgetrieben. Deswegen ist der Akkustand jetzt ganz verändert. Wir haben 65%. Wir haben zwischendurch mal geladen. Ich zeige es euch mal. 65% und wir wollen zurückfahren. Das sind 237 Kilometer. Was ich mich jetzt frage, er sagt, wir kommen mit 3% an. 237 Kilometer. Er haut jetzt 62% raus auf der Rückfahrt. Ja? Und wenn ich hier drücke, auf Reichweite, sagt er aber, 333. Wo verschwinden die 70 Kilometer hin? Ne, mehr. 70, 80, ja, also ne, 100 Kilometer verschwinden hier fast. Wo sind die hin? Aus der Reichweitenanzeige. Also wir werden jetzt mal ganz normal wieder fahren, wenn wir nicht hinkommen mit den 3%, weil ich werde jetzt nicht die Nummer machen, hier mit 90 über die Autobahn fahren, damit wir irgendwie mit 2% zu Hause reinrutschen, sondern wir fahren jetzt ganz normal und testen die reale Reichweite, aber ich bin ein bisschen irritiert gerade. Jo, unterwegs, guckt euch mal den Bildschirm an. Jetzt steht hier schon unter 115 fahren, um das Ziel zu erreichen. Also er zeigt zwar immer noch die 3% an, wir sind auch noch nicht so arg weit gefahren, aber er meckert schon, aber das mache ich nicht. Nee, ich fahre ganz normal weiter, ist mir total wurscht, weil das ist reale Reichweite, was wir hier machen und nicht gefakte Reichweite. Und wenn es ein schlechtes Ergebnis ist, dann ist es halt eins.
Es regnet wieder, eben hat es mal nicht geregnet. Die Autobahn ist heute leer, weil es Sonntag ist. Am Freitag waren wir in der Rush-Hour unterwegs. Das heißt, wir kriegen heute noch wahrscheinlich ganz andere Zahlen raus als vor 2 Tagen. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Als wir gestern losgefahren sind, das war ja so in St. Wendel waren wir im Saarland und sind dann nach Frankreich rübergefahren. Weit und breit keine Supercharger. Und da bin ich so ein bisschen, als wir über die Grenze gefahren sind und wir hatten dann noch 40% oder so und er sagt, wir kommen in Frankreich, da in der Stadt kommen wir mit, also Metz geschrieben, ich hoffe, also spreche ich wahrscheinlich falsch aus, aber nur, dass er wisst, wo wir hingefahren sind, kommen wir irgendwie mit 13% an. Da wurde es mir richtig mulmig zum ersten Mal hier mit Tesla, weil ich gedacht habe, na, Frankreich, Sprache kann ich prinzipiell überhaupt nicht. So mit 5- durchgerutscht damals in der Schule. Und mein Wissensstand hat sich verschlechtert seitdem, seit meiner 5-. Ja, da in diesem Metz gab es dann irgendwo einen Charger, ja, aber alles so auf Kante genäht und dann noch fremde Stadt und so weiter. Also, ja, da ist einfach nicht so viel los im Saarland und in Frankreich auch so, wenn man so reinfährt, also als Transit alles okay, das macht überhaupt nichts aus. Aber wenn man mal so locker aus der Hose da losfährt, grenzwertig. Und wenn man da wohnt, ist wahrscheinlich auch alles gut, weil man sich bei Fremdchargern versorgt oder zu Hause, klar, da hat man das im Griff. Aber so der Touri-Fahrer wie wir jetzt war für mich zum ersten Mal im Leben so ein bisschen grenzwertig. Tja, ja, schnell gefahren sind wir jetzt nicht unbedingt, weil es auch mal hier und da ordentlich geregnet hat. Geschwindigkeitsbeschränkungen, das Spiel in Deutschland kennt ihr ja. Aber auch mal 130, 140. Das Ende vom Lied, wir stehen gerade im Stau. Und das bietet sich natürlich jetzt an, mal zu filmen. Und wir haben 23% Akku, noch 92 Kilometer. Und er sagt, aus diesen 23% können wir 117 Kilometer fahren. Ja? Und trotzdem sagt er, nee, also die 92%, die 92 Kilometer, die schafft er nicht. Die schafft er nicht. Nö, -3%. Also er treibt mich hier in die Ecke. Was tun? Also ich könnte jetzt so ein Video draus machen, wie hier Tesla sagt, wir kommen mit -3% an. Mir doch egal, ich fuhr los und dann passierte das, ... Hier so ein kleinen Clickbait, irgendwas drauflegen, ja. Aber nee, also nö. Also ich glaube, wir laden nochmal. Und ich finde es nicht gut. Wenn er mir 117 Kilometer sagt, dann soll er auch 117 fahren. Ja? Oder meinetwegen auch 110, noch ein bisschen drunter, aber nicht sagen, 92 schaffst du nicht. Bin ich ein bisschen pikiert. Ach ja, wir sehen uns an der Ladesäule. Jo, jetzt sind wir auf Charger und er sagt, wenn wir hier von hier aus nach Hause fahren, haben wir sogar -14%. Ich werde ihn jetzt mal ordentlich mal anladen, aber ich glaube, das wird letztendlich die schnellste Ladung aller Zeiten werden, die wir hier hinlegen. Was ich sagen kann ist, seit wir losgefahren sind, sind wir mit 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gefahren. Das ist ja eigentlich ist das nichts, aber das Resümee machen wir jetzt nach dem Laden, dann ziehen wir durch und machen ein finales, furioses Finale für euch. So, jetzt bekommt ihr gleich eine wirkliche reale Reichweite von mir. Vorab nochmal, also diese Nicht-Turbinenfelgen, die wir jetzt drauf haben, ihr habt es ja am Anfang gesehen, die haben sich meines Erachtens überhaupt nicht ausgewirkt. Also bestimmt irgendwie mit 2-3% vermutlich, so liest man es ja immer, aber ich habe hier also nichts von gemerkt. Was wir heute hatten, waren 7 Grad plus, muss man mal dazu sagen, vielleicht auch mal 10. Deswegen gehe ich davon aus, dass wenn es 25 Grad sind, dass es dann doch alles noch ein bisschen sich ausdehnt. Aber so in diesem Temperaturbereich kann ich sagen, reale Reichweite hatten wir so jetzt bei maximal 140, sonst so wie es geht, also nicht, aber nicht über 140, hatten wir so ungefähr einen Verbrauch von 20, was heißt auf gut Deutsch, ich kann so ungefähr 350 Kilometer mit dem Tesla fahren mit einer Füllung, beziehungsweise so in dem 90% Bereich, wo wir auch waren, können wir so 350 Kilometer bewegen, also die 100%, die bringen es nicht wirklich. Und jetzt sind wir von Frankfurt nochmal, haben wir mal ein bisschen mehr Gas gegeben, sind die ganze Zeit so 150 gefahren, aber ohne Baustelle und alles, sondern einfach durchgezogen. Da waren wir dann ja am Ende doch bei 27,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da kann man sagen, also das reicht auf jeden Fall nicht für 300 Kilometer. Wenn ihr so fahrt, seid ihr wahrscheinlich eher so nach 260 Kilometern schon am Charger. Das ist das Resümee des Tages. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt immer daran, ihr seid die Besten und ich hab euch lieb. Kuss geht raus, euer Eleuchtet.
Na, also mal was ganz Interessantes nebenbei. Ich eben am Supercharger, wir haben geladen und geladen und dann stand dann, ja, 70 Kilometer noch bis nach Hause, bis zum Ziel. Und bei 28% Ladung hat er gesagt, also jetzt geht's 0:0 auf. Ja, da kommt er mit 0% zu Hause an. Hier. 28%, 70 Kilometer, also ganz komisch. Dann habe ich die Fahrt resettet, Fahrt beenden, habe neu berechnen lassen. Dann hat er gesagt, oh nee, 14% habt ihr, wenn er ankommt. Hä, was ist da los? Komisch.